Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Rodolfo. Rodolfo. So, und nun müssen wir... Es gibt nichts zu diskutieren. Wir müssen die... hier ist die Insel. Wo ich so darüber nachdenke, habe ich nicht noch etwas vergessen? Ich kann nicht... Ja, und wie machen wir das jetzt? Wo ich so darüber... Mal Fragezeichen. Ja, da muss Wasser am Lass sein. Ja. Quarantäne? Wie das Tor aufmachen oder so. Das haben wir schon. Das hatte ich auch schon. Das war nicht das Tor aufmachen? Irgendwas. Das Tor? Ja, ich meine, damit das Ding rauskommt. Da, die dicke Klappe ist doch aufgegangen. Achso. Ich kann nicht mitgehen. Was ist das unten? Genau. Nix. Das rausgenommen. So, nimmt ihr irgendwas? Ah! Treffer! Anomalien müssen wir eintragen. Das hätte ich sofort machen sollen. Ach. Ja, das hätten wir also sofort machen sollen. Und hier das ist es. Okay. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die gemacht haben. Aha. Achso, hier geht das los. Okay. Und dann kann man das so verändern. Okay. Wo wollen wir hin? Dorthin, da wo die Insel ist. Aber... Wir wollen natürlich nicht in einen Tornado geraten. Okay, gerade. Und dann ist der Tank leer. Nee, das geht also auch. Wir haben nicht genug Treibstoff für noch ein Manöver. Nicht genug Treibstoff für noch ein Manöver. Aha, ja gut, ich habe einen Fehler gemacht. So. Das. So. Und dann den. Rüber. Und dann das hier. Perfekt. Die Luftroute steht. Und
jetzt los? Zum Glück verändert. Alles eingestellt? Zeit abzufliegen. Weil, genau. Auf und davon. Jetzt. Gott sei Dank. Zehn Stunden später ist. Tornados sind ja auch immer nur an einer Stelle. Ja, Wasserstoff. Ne? Was das Spiel schon mal braucht, ist so irgendwas, womit man sich immer so in den. Ich habe keine Nachricht von Data. Ich glaube, er ist tot. Mir tut dieser Narr nicht leid. Siberia. Da ist der Zug so ein. Meine Sorge ist, dass der Graf entwischt ist. Nicht so ganz. Es gibt einen Ort, an dem er früher oder später auftauchen wird. Die Insel. Ja. Er will sie für sich und das Mädchen. Wir geben ihm diese Chance nicht. Okay. Das Luftschiff ist gut gelandet. Können wir jetzt endlich von Bord? Ja. Alter. Denk nach, Sylvie. Denk nach. Haken. Ja. Okay. Und runter. Ah. Oh, diese Pixelvögel kenne ich. Ja. Was gibt's denn hier? Da sind Zeichen in den Stein gemeißelt. Schön. Okay. Ich will mir nicht die Hand verbrennen. Also. Da sind Zeichen. Ja, ja. Oh, was für ein ungewöhnlicher Ort. Was für eine Luft. Sollte so nicht das Paradies aussehen? Das stimmt. So zwei Aasgeier. Das hier ist das Paradies und der Baum des Lebens. Jetzt will ich auch noch. Wenn wir Früchte von dem Baum verzehren, sind wir wie Adam und Eva. Puh, es hat sich ziemlich übel für die zwei entwickelt. Sieh dich doch um. Kann an so einem idyllischen Ort etwas schiefgehen? Du hast recht, Graf. Danke, dass du mich hergebracht hast. Oh, ganz meinerseits. Wohin gehen wir jetzt? Kommt dir etwas bekannt vor? Mit jedem Atemzug erinnere ich mich etwas mehr. Lass uns zu der Plattform gehen, die um den Stamm führt. Sie muss tiefer liegen als diese Stelle. Lass uns gehen. Ja, lass uns gehen, Graf. Diese Fackel. Lass uns gehen, jemand muss sie angezündet haben. Hab keine Angst. Unsere Verfolger können das nicht gewesen sein. Hast du andere Schiffe oder Luftfahrzeuge in der Nähe der Insel gesehen? Kein einziges. Und auch wenn sie herkommen, werden sie es nicht riskieren, bei Nacht zu landen. Warum sollten wir uns darüber Sorgen machen? Wer also glaubst du, ist vor uns hier gewesen? Oder noch lange da? Vor uns. Ein harmloser Eingeborener. Wie du sehen kannst, ist er sehr gewissenhaft bei seinen Pflichten. Lebt er hier allein? Warum sollte er alle Fackeln anzünden? Vor langer, langer Zeit, als ein Stamm amerikanischer Ureinwohner hier gelebt hat, war das seine Aufgabe. Ich glaube, er tut es immer noch, um nicht wahnsinnig zu werden. Ist das bereits der Wahnsinn? Graf, täusche ich mich oder kommen deine Erinnerungen zurück? Du täuschst dich nicht. Ich fühle mich, als wäre ich nach vielen, vielen Jahren endlich wieder nach Hause gekommen. An diesem Ort verraten mir die Sachen ihre Namen und flüstern mir ihre Geschichte zu. Ich freue mich über diese Veränderung. Worte, Gerüche, Geräusche. Ach, was für ein wunderbares Gefühl. Alles ist so klar, neu und offensichtlich und leicht zu erfassen. Es ist wie eine Erleuchtung. Steckt der Baum dahinter? Ja, aber darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist,
dass ich endlich wieder lebe. Und du, fühlst du es auch? Ich bin von diesem Ort fasziniert. Deine Euphorie ist ansteckend. Siehst du? Ich habe dir gesagt, es ist das Paradies. Ja. Ende. Ich schätze, das war's. Gut. Gut. So, Brücke. Diese Vögel sind sehr aggressiv, als würden sie diesen Paradies. Durchgang bewachen. Das riecht nach einem Hitchcock-Film. Husch, husch, haut ab! Boshafte, geflügelte Dinger wollen einfach nicht hören. Sie ignorieren mich immer noch. Aber es muss einen Weg geben, sie zu verscheuchen. Ja, vielleicht später. Dann gehen wir erstmal woanders hin. Wir haben kein Fleisch mehr. Bisschen. Wir haben kein großes Fleisch, genau. Oh, was riecht hier so stark? Thymian? Komm, Thymian riecht jetzt so schlicht auch nicht. Trockener Zweig. Denk nach. Random Stuff. Das haben wir schon. Geht nicht. Ach, das geht nicht. Ich will mir nicht die Hand ver... Ja, ja. Das ist... Geht nicht. Wir brauchen eine... Kannst du das Grüne verbrennen da? Was willst du hier machen? Drauf, oder was? Ja, ich will eigentlich mit den Feuern die Vögel... Das ist keine... Das ist also keine gute Idee. Geht nicht. Pinsel anzünden auch nicht. Da sind... Ja, ja, Zeichen. Haben wir vielleicht ein Luftschiff mit irgendwas, was wäre? Ein Maschinengewehr. Wie nett. Das interessiert das eigentlich nicht so. Was ist das? Ja, du kannst einfach alle Sachen da. Die Strickleiter geht dann nach oben. Genau, da muss man wahrscheinlich alles mit allem irgendwie. Probieren geht. Das wird nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das ist. Denk nach. Geht nicht. Das ist. Das ist. Das wird nicht. Wir brauchen eine Alternative. Probieren geht. Wir brauchen. Denk nach. Wir brauchen. Da einfach mit dem Stöckchen verjagen? Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Was noch? Nah an sich. Geht nicht. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Wollt ihr mich verarschen? Nicht? Ich will hier mit Feuer ja, okay. kommen und alles. Ganz ehrlich. Ach, die ja. Bimikane sind weggeflogen. Alles in Ordnung. Bimikane? Woher weiß sie, wie sie sind? Ah, weil das ist die Insel Bimiki. Bist und du sicher, dass Bimini dies Bimini der Bimini legendäre Baum des ja. Lebens ist? Klar. Eindeutig. Wir haben unser Ziel erreicht. Ah. Jetzt verstehe ich. Dieses große Gefäß. Ja, ja. Fatimas Krug ist nur eine kleine Replik. Ah, ja. Was für eine Form. Was für eine Kunstfertigkeit. Weißt du, wer es gebaut hat? Ich glaube, das war ein Handwerker der Zivilisation, die über dieses Territorium vor Tausenden von Jahren geherrscht hat. Stammte er aus Atlantis? Ja. Papa, sieh dir diese Münzen an. Diese Symbole sehen wie Linearschrift A aus, die die Kreter von ihm übernommen haben. Ich denke über den Jungbrunnen nach, den Pons de Leon gesucht hat. Ich glaube, dass er früher dort unten war, am Fuß des Baumes. Früher? Eine Quelle sprudelt dort und die Leute aus Atlantis fassen sie mit einer Mauer ein und machten aus ihr einen dekorativen Teich. Aber ich glaube, dass die Legende, dass ein Bad darin einem die Jugend zurückbringen würde, nur eine Metapher war. Ach, zu schade. Es würde in deinem Fall sowieso nichts ausmachen.
Die meisten schönen Mythen entpuppen sich als Metapher, als unrealistischer Traum. Es ist eine Metapher, die bedeutet, dass die Quelle wirklich außergewöhnliche Eigenschaften hatte, die aber erst Auswirkungen hatte, wenn man sie eine längere Zeit angewendet hat. Ah, ja. Wie in einem Kurort? Ich schätze, dass die Quelle mit der Zeit ausgetrocknet ist. Vielleicht haben die Wurzeln des Baumes das gesamte Wasser der Insel absorbiert. Also hat Ponce de Leon hier die Quelle gar nicht gefunden. Diese Veränderung muss stattgefunden haben, als Atlantis noch immer existiert hat. Dieses Gefäß beweist das. Aber wofür wurde dieses Gefäß eigentlich benutzt? Aus den Blättern Tee zu machen? Nein, ein Trank aus der Frucht. Ich bin nicht sicher, ob der Konquistador verstanden hat, was er entdeckt hat. Er hat die erhabenste Form eines Wundermittels für alle Gebrechen gefunden, die Gott den Menschen beschert hat. Eingeschlossen in die Früchte dieses Baumes. Ein korrekt zubereiteter Trank ist das Elixier des Lebens. Ich bin sprachlos. Damit können wir eine Menge geben. Danach hast du gesucht. Das ist dein Preis. Das ist meine letzte Rettung. Dann lass uns dich retten. Was müssen wir machen? Wir müssen alle Früchte pflücken. Alle. Auch die unreifen. Dann durch die Öffnungen an der Oberseite in das Gefäß geben. Das Gefäß mit Wasser auffüllen. Ein Bündel Kräuter zugeben, die im Dickicht bei dem Dorf wachsen. Thymian. Ein Feuer unter dem Gefäß machen und die Dampfzirkulation in dem Gefäß regeln. Dann die Mengenverhältnisse der Trankzutaten mit den drehbaren Ringen einstellen. Ja, wer soll was machen? Kletterst du gerne auf Bäume? Also du hast mich alles erwischt. Und ich übernehme die Verantwortung, zu überprüfen, ob alles so läuft, wie es sollte. Schön zu sehen, dass du dich hier hast. Ich glaube, dass sogar die Luft hier heilend ist. Oder die Hoffnung. Ich schätze, das war's. Gut. Gut. Ah ja, hier ist ein Aufzug. Super. Die Aufzüge sind hier also auch defekt? Soweit ich mich erinnern kann, wird der Aufzug im Dorf aktiviert. Ach, nur toll. Ah, oh, ist schon gerade ein Haus aufs Holz mit. Ja. Schon. So stumpf. Da der Krug drauf? Tatsächlich. Aha. Und hier kommen dann die Früchte. Wir brauchen eine. Okay. Und was ist hier noch? Ach so, Filter. Um den Trank zuzubereiten, muss ich ein Feuer unter dem Gefäß anzünden. Ich kann mir schon mal hier das. Das ist keine gute Idee. Echt nicht? Okay. Und dann? Achso, was? Gefäß, Filter. Okay. Ja, dann nicht. Dann ist das wohl keine gute Idee. Was ist das hier? Ein Stein. Da sind Zeichen in den Stein gemeißelt. Okay. So, was gibt es hier? Müll. Das muss das Paradies sein. Offensichtlich fehlt hier eine weibliche Hand. Wie soll ich in diesem Durcheinander irgendetwas finden? Ist ein Seil? Fackel? Ein Fruchtkorb? Was, sonst kann man nichts finden. Probieren geht. Wir brauchen okay, eine Al. Das hatten wir schon. So. Was gibt es hier noch? Noch ein Stein. Ich brauche irgendein Werkzeug. Ein frischer Erdrutsch. Da liegt eine Fackel am Boden. Genauso eine wie die, die die Steintafeln beleuchten. So. Das wird nicht funktionieren. Nein. Probieren geht über Studieren, heißt es. Schaufeln. Okay. Endlich eine Aufgabe, die einem Archäologen gerecht wird. So viel Spaß. Und Pinsel. Hier sind Aufzeichen. Juhu. Okay. Toll. Hier sind auch Zeichen. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Okay, dann gehen wir wieder. Das ist Grillen auf Mojuki. Aha, okay. Mhm. Alles klar. So, Dorf. Dorfrand. Oh. Mhm. Ah, ja. Kraterrand. Das kommt gerade recht. Wenn nicht, kann ich es immer noch als Kissen benutzen.
Ich habe so eine Ahnung, dass das noch nützlich sein wird. Ja, wahrscheinlich, wie man die Früchte befüllen soll. So. Ja, nichts weiter. Na toll. Abelung. Dorf. Dieser Pfad führt zu dem Platz, an dem wir gelandet sind. Toll. Wollen wir ja gar nicht. Da geht's ja zum Luftschiff. Ah, was gibt denn hier? Ein Windsack. Wunderschön. Okay. So, was gibt's hier? Bedienelemente. Was für ein Stamm würde so ein einzigartiges Ding bauen? Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Es wäre schön zu wissen, in welche Richtung der Wind weht. Andernfalls könnte es schwer werden, die Windmühle in Betrieb zu nehmen. Dafür haben wir ja den Windsack. Wo hängen wir den auf? Lass mal da hoch. Die Windmühle betreibt den Aufzug. Ah, so, deswegen. Pfahl. Das wird nicht funktionieren. Ja, dann hängen wir den Windsack da auf. So. Damit kann ich die Windrichtung einschätzen. Okay. Das hier muss benutzt werden, um zwischen dem Aufzug und der Maschine zur Wasserversorgung umzuschalten. Es gibt also nur ein von den drei. Ja. Ja, irgendein davon geht jetzt. Ja. Aber die Windmühle ist ja jetzt nicht in Betrieb, also müssen wir. So. Aha. Klemmt. Kein Wunder. Ist ja nicht gerade niegelnagelneu, oder? Aha. Müssen wir das in diese Richtung kriegen, das Windrad, aber verstehe nicht.
Die Windmühle dreht sich. Diese ganzen Mechanismen sind so alt. Aber trotzdem funktionieren sie noch. Nee, das geht voll schlecht. So, jetzt muss man den Hebel in die richtige Position, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Je nachdem, was willst du denn? Ja, je nachdem, ja, wir wollen den Aufzug. Das Wasser fließt. Aha, also ist das falsch. Andere Richtung. Okay. Sollte der Aufzug dann eigentlich funktionieren? Hoffe ich. Du sagst mal nichts, aber okay. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Der Aufzug funktioniert. Yay. Und aufwärts. Die Baumkrone hat die Größe einer Kathedrale. Wahnsinn. Aber bevor wir uns hier oben auf dem Baum umsehen, dann sprechen wir. Genau. Und sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge.